Zutaten. Für 6 Personen, 3 Esslöffel, Klammer auf 30 Gramm, Klammer zu, Butter 75g plus 3 Löffel Biskuits, 500 Gramm Magerquark, 100 Gramm Mascarpone 1009 plus 50, Zucker 2 Eier, Klammer auf Creme, Klammer zu, 5 Esslöffel Masala, Klammer auf Italien ISCHDESSRFE in Klammer zu, 50 Gramm Zartbitterschokolade, 5 Esslöffel frisch gekochter Espresso, 1 großer Gefrierbeutel Butter schmelzen, 75 Gramm Löffel Biskuits in einen Gefrierbeutel füllen, Beutel verschließen und Biskuits mit der Teigrolle zerbröseln. Keksbrösel und flüssige Butter mischen und in 6 ofenfeste Gläser oder Förmchen, Klammer auf ca. 300 ml Halt, Klammer zu, erfüllen, Masse andrücken, Ofen vorheizen, Klammer auf E bis H Erd, 150°C-Umluft, 130°C-Gas, Esshersteller, Klammer zu, Ork Mascarpone 100 Gramm Zucker und Eier, cremig rühren, Masala unterrühren, Creme in die Gläser verteilen. Gläser in eine ofenfeste Form stellen, Form auf den Rost stellen und auf die untere Schiene in den 1 schieben. So viel heißes Wasser in die Form gießen, das Gläser zur Hälfte im Wasser essen. Im heißen Ofen 20 bis 25 Minuten backen, herausnehmen, abkühlen lassen und dann 4 Stunden kalt stellen. 3 inzwischen für die Soße Schokolade hacken. 50 Gramm Zucker L 3 Esslöffel Wasser in einem Gleitopf karamellisieren. 5 Esslöffel Wasser und Espresso zufügen. Schwacher Hitze köcheln, sich der Karamell gelöst i Topf vom Herd nehmen und Schokolade darin Schmelzsoße, etwas abkühlen lassen 4 Eper. Orosse auf den Chilkakes verteilen. Restliche Löhlbiskuits grob bröseln, die Pirste UR.